Ja, servus Leute bei Basti 2 Kanal. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich zu einem kleinen Video heute. Wie ihr es ja in der Videobeschreibung schon lesen könnt, ihr wisst, um was es jetzt geht. Ich filme gerade mit der Insta 360x4 und die möchte ich euch heute vorstellen. Ich bin abgelegen heute am Freitag nach der Arbeit mal ganz kurz hier ein bisschen hintergefahren. Dachte mir, ich zeige euch das jetzt. Jetzt habe ich Einzelobjektiv eingestellt, 4K 60 Frames und werde jetzt die Insta hier mal befestigen, wie ihr seht, an dem Lenkrad und werde jetzt natürlich nicht so viel dazu sprechen. Tonaufnahmen sind gerade original von der Insta. Ich habe kein Mikrofon dafür, gar nichts und zeige euch jetzt hier, ich fahre jetzt aber ein bisschen so hier im Kreis, mache sie mal nach hinten, mache sie nach vorne, mal nach Seite. Genau, jetzt geht es erstmal los. Der Stick, der wo an der Kamera ist, ihr seht ihn hier im Schatten, glaube ich, hier, den fahre ich jetzt erst einmal nur ein Stück raus, also nur zur Hälfte, und dann gucken wir, wie es wird. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Video und ich werde dann noch ein Abschlusswort an euch richten. Viel Spaß!
So Leute, jetzt habe ich alle Richtungen mal getestet und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bin selber gespannt, wie die Aufnahmen jetzt werden. Und ja, wir werden auf jeden Fall viel Spaß damit haben und wir können echt gespannt sein, ey. Oh, ich feiere das jetzt schon. Geil. Blut ist blöd, ein bisschen. Ich wollte die Kamera so ein bisschen nach hinten ausrichten, aber da geht die Befestigung hier nicht. Da kann ich es nicht klappen. Ich kann es also nur seitlich machen. Und hier gibt es natürlich keine wirkliche Befestigung. Ich habe es jetzt hier gemacht, aber es ist natürlich keine Dauerlösung. Da müssen wir mal gucken, dann wie wir es machen. Ansonsten muss ich das hier abschrauben oder irgendeine Halterung bauen. Oder hier am Spiegel mit dran machen oder so, keine Ahnung. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und dann schaltet wieder rein bei Basti Zweier Kanal, wenn es dann richtig mit den Videos losgeht. Ciao!